Dass der Mastermode in Terraria schwer ist, wussten wir. Aber was heute alles passiert ist. Hat mir echt alle Nerven gekostet. Aber schaut euch selbst an. Viel Spaß. Oh, der Blutmond. Chillig. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf den Blutmond, aber ich glaube, ich pee mich heim. Einfach, vielleicht bekomme ich die Piggy Bank gedroppt. Kein Stein. Ich könnte sogar ein bisschen. Ich gehe ein bisschen Stein farmen in dieser Höhle nebenan, während Blutmond ist. Aber. Der Guide ist einfach getötet worden. Er wurde einfach umgebracht. Was ein Opfer. Ach man, nein, bitte nicht! Schmutz, einfach Schmutz. Ich bin einfach wieder reingejumpt, what the fuck. Mann, ich habe keinen Bock, dass jetzt 50 Grabsteine stehen. Das war's dann auch mit dem Steinfarmen. Jo, 84 Schaden, Alter, what the fuck. Einfach getoohittet. Ja, der 80 Damage Typ. Ich steche ihm sein Auge aus. Oh, und dann kommt der andere von unten. What the fuck? Nein. Egal, zugebaut habe ich die eine Seite auf jeden Fall. Heilen kann ich mich nicht. Wenn der mir jetzt gleich so eine. Egal, ich glaube, der Grabstein ist nicht. Oh, er wurde geplaced. Und ich spawn außen. Ich spawn einfach außerhalb. Und zwar rechts, da wo ich zugebaut habe. Was zur Hölle? Blutmond ist echt cracked. Mann, Yasis, Alter. Skiller. Okay, und jetzt? Schmutzgame. Okay, funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, und das ist Tag. Okay, das heißt, ich kann die meisten links jetzt noch hinterrücks wegnatzen, wenn ich Bock hab. Oh. Mann, ich hätte jetzt echt gerne so einen Enterhaken. Aber ich gehe jetzt erstmal auf den Weg. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal. Ah, ich baue mir kurz einen Bogen. Ich glaube sogar aus Holz einfach nur. Und gehe mit den Jester Arrows einen Schwertschrein suchen. Einfach für. Oh, ich habe sogar noch voll viel Sternschnuppen. Aber für das verzauberte Schwert. Einfach weil es broken ist. Weil es einfach broken ist. So, verdorbenes Biom, ich komme. Diesmal werde ich es wohl schaffen, überall drüber zu fliegen, oder? Verpiss dich, du ekelhafter, verdorbener Assi. Ich glaube, hier hätte ich einfach nur ein bisschen höher das gebraucht. Ja. Ein Block hätte einfach auch gereicht. Okay, die verdorbene Wüste ist hier. Normale Wüste. Hier wird eine Oase sein, denke ich. Richtig geraten. Alter, du Assi. Wieso macht er denn so viel Schaden? Hier eine relativ kleine Oase. Hier könnte man das die Wüstenhäuser hinmachen. Das Problem ist nur, wenn das Verderben sich verbreitet, haben die auch keinen Bock mehr da zu wohnen. Oh wait, ich kann eigentlich ab hier schon gucken, oder? Mit dem Schrein. Oder? Bin schon relativ weit hinten, habe ich recht. Man weiß es nicht. Imagine, der ist einfach hier schon instant. Glaube ich zwar nicht, aber. Du Assi. Als ob. Hier ist einfach schon einer. Direkt nach der Wüste. Wir hoffen auf das Beste. Und wir hoffen einfach, dass wir jetzt hier ein geiles verzaubertes Schwert haben und die dippen gleich alle auf mich runter. Das gefällt mir gar nicht. Oder ist jetzt stuck, so wie der andere Idiot da oben. Ich juck nur, ob hier jetzt ein Schrein ist oder nicht. Also ein echtes Schwert hier im Schrein. Oder ob es ein Fake ist. Es wäre echt sick, wenn es ein echtes wäre. Oh, ich habe Angst. Oh. Wahrheit. Und es ist eins. Es ist einfach eins. Holy fuck. Enchanted Sword. Ja. OP. Geil.
Mega nice. Der ist eine fliegende Insel? Was? Verschanzt dich jetzt, ekelhafter. Es ist wahrscheinlich eh nur so eine Wasserinsel, also eine ohne Loot. Aber ich würde trotzdem gern hoch. Ja, es ist eine Wasserinsel. Dachte ich's mir. Yep. Naja. Ich find's weird, dass die so weit unten immer sind. Aber naja, was soll's. Jo, geh mal wieder runter. Ah, okay, perfekt. Hier ist der Dungeon. Dann denke ich mal nicht, dass hier ein Schrein sein wird. Wir gucken für ein Early... Oh, Wasserbolzen. Waterbolt. Ah, wir können aber auch die Bücher mitnehmen, actually. So. Jetzt kommt wieder das Spielchen. Wie weit können wir in den Dungeon, ohne zu sterben? Ein Gold habe ich dabei. Wie weit wollen wir gehen? Die Musik wird schon leiser. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Wasserbolzen. Naja, wir wollen zwar nicht übertreiben mit dem runtergehen. Okay, die haben die Texturen von dem Dungeon auch ganz ein bisschen geändert hier in dem Texture Pack. Ja, dann tippe ich mich einfach back und ich gehe meinen ganzen Müll wieder einstecken. Und dann würde ich mich mal dran machen. Entweder den Schleimkönig zu besiegen. Ah, ich habe. Ich weiß immer noch nicht, welches scheiß Erz ich habe. Dann würde ich mich mal dran machen, den Schleimboss wahrscheinlich zu plätten. Oder das Auge. So, let's go. Suspicious looking eye. Die Frage ist, wo genau fight ich den? Ich glaube, ich tue erstmal meinen ganzen Müll jetzt hier erstmal wegleeren. Zack. Ich habe sogar große Heiltränke. Ich habe sogar 200 Leben. Also, ich sag mal so. Die Voraussetzungen, die sind jetzt nicht die schlechtesten. Ich habe keinen Double Jump, das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht über die Häuser hier kommen. Da muss ich irgendwas gegen machen. Habe ich genug Fläche, um hier näher und her zu rennen? Jein. Er ist Katar geworden. Schleim fällt vom Himmel. Halt's Maul, jetzt ist... Oh. Warum muss ich denn jetzt den Schleimboss bekämpfen? Ja, okay, ist fein, aber ich wollte eigentlich... Ich habe mich jetzt voll aufs Auge eingestellt. Naja, mit Hermesstiefeln und dem Teppich sollte ich gut sein gegen die. Toll. Toll. Toll Spiel. Da, hier eine schöne Terrasse. So, und jetzt kann man hier auch... Au. Jetzt kann man hier auch schön drüber dippen. Komme ich auch nicht drüber. Oh Mann. Da muss ich jetzt was Provisorisches hier hinmachen. So. Perfekt. Perfekt. Okay. Und wo kommt er? Der ist auf dem Baum links. Komm runter. Moment, wieso hat er denn schon Leben verloren? Von was? Aua. Von was hat er Leben verloren? Wieso bin ich fast tot? Chillig. Aha. Damage und so gibt's nicht. Einfach. Mach einfach fast kein Damage. Oh, von der Sternschnuppe. Ja, bitte. Fall einer auf ihn. Nochmal. Es sind so viele. Da, hier. Oh. Ja. Nein, da kommt keine mehr. Oh. Komm, noch ist Nacht. Es ist fast Tag. Komm schon. Ja, okay, ich sollte mich nicht in ihn stellen, I guess. Halt's Maul, jetzt kommt eine Goblin-Armee? Was ist das? Warum kommt eine Schleim- und Goblin-Armee? Das ist komplett scuffed, hallo. Denkt auch mal, wer an mich? Ja, er spawnt in mir, Junge. Ich habe aber, er macht aber 90 Schaden. Impact. Impact-Damage. Ich könnte mir einen Bogen craften, einen scheiß Holzbogen. Oh mein Gott, war das close. Einfach kurz vor Tod. Oh, hat geklappt. Nee, ich hab mir einfach Silbermünzen gecraftet, Digga. Ja, okay, okay. Oh mein Gott. Halleluja. Einfach laufen. Ich kann mich erst in ein paar Sekunden heilen. Memo. Kommt er oder verpisst er sich jetzt?
Ich glaube, der Schleimboss ist weg. Nein! Wieso? No way! Oh mein Gott. Ja, ich kann halt nichts gegen alles machen hier. Ja, die sind ja auch broken as fuck. Guck meine Leben an, ich habe einfach 8 Leben. Okay, jetzt hieß er mich. Schleimkönig nicht möglich. Ich glaube, ich brauche einen Mini-High. Ich glaube, ich muss echt für die ersten scheiß Bosse einen Mini-High usen. Oh, eine Harpune. Oh, ins Maul. Ich werde die Harpune haben. Frechheit, es ist so eine Frechheit. Es ist so eine Frechheit. Wieso muss denn jetzt die scheiß Goblin-Armee kommen? Und wieso macht denn alles so viel Schaden? Wieso kommt da noch ein Schleim vom Himmel? Warum hittet mich dieser Pfeil von 50 Metern Entfernung? Es ist doch alles so stupid. Wer ist er? Ich könnte so heulen gehen. Jetzt ist da eine scheiß Goblin-Armee. Ich mach mir einen Silberbogen. Da kenne ich nichts. Ich mach mir einen Silberbogen und nutze jetzt jeden weg. Slime has stopped falling from the sky. Halt's Maul. Es ist einfach so, so frech gewesen. So frech. Alter, jetzt fucken die mich hier auch noch ab, die scheiß... fliegenden Assis, Magier-Assis. Oh... Ah, yo, der dominiert einfach durch, okay. Chaos. Es ist einfach nur Chaos. Alles lief so schön. Den Schleimboss hätte ich auch noch irgendwie hinbekommen. Aber nein, was ist das denn jetzt? Die Assi-Goblin-Armee, Mann. Junge, die machen einfach viel zu viel Schaden. Die sind einfach alle zu krass. Ich hüpf rein. What the fuck? 6% geklärt. Imagine. Imagine, ich habe einfach 6% nur geklärt. Okay. Wir entspannen uns. Und suchen uns irgendeinen Weg, wie wir die Assis da unten natzen. Ich habe gerade in die Kiste geguckt. Das war unfair. 10% geklärt. Ja, yeah, jetzt ist der Merchant auch noch tot. Alter, jetzt muss ich. Es sind hier wieder 50 Grabsteine. Hört auf. Wieso hitten die? Wieso haben die so viel Leben? Ich glaube, ich muss einfach neu muss einfach neu starten, Digga. Ich baue einfach woanders meine Base. Oh mein Gott. Ach, ich habe glaube ich noch nie. Ach. Wieso? Kann ich einfach ein. Ach, das belastet mich alles hier. Ja. Ey, jetzt ist er. Mann, er hat gerade alles kaputt gemacht. Genauso wie der andere Assi da drüben. Yo, sie snipen mich komplett. Du, ey. What the fuck? Mann, ich war. ich spawn halt auch mit 50 Leben. Fight! Ey! Schließ doch die Tür! Ich drück nicht umsonst da Rechtsklick drauf. Komm schon, 97%. 98% besiegt. Holy moly, war das eine schwere Geburt.